Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Bahnhofhalle in Luzern. Es geht um die Wurst. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, unseren Titel zu verteidigen im Mobiliar Volley Cup. Den haben wir ja mit Bravour gewonnen. Anfang der Saison mit 3:0. So wie ich in Erinnerung habe, war mein Eindruck, dass Lausanne, glaube ich, ein bisschen geschlafen hat. Du meinst den Supercup, den sie gewonnen haben? Ja, ist ja eigentlich volle ja, Cup genau, sein. ja. Und ihr gehört jetzt neben mir so wieder den Marc. Der Töpfli-Scheisser. Wenn wir hier ganz korrekt bleiben, heute zusammen. Nein, mal, heute ist sicher Abschluss von dieser Jona-Woche, die jetzt ein bisschen unterbrochen worden ist. Es hat hier gewisse Verdachtsmomente und Fälle gegeben beim Gegner, aber nein, heute ist sicher ein Ziel weitergekommen, eine Runde weitergekommen vom grossen Ziel. Ja, weiter können träumen. Der Cup, wenn dann das mal der Finale regulär ausgetragen wird, ja, die Trophäe zu holen. Ja, wird sicher regulär ausgetragen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht unter Umständen sogar auch ohne Zuschauer stattfindet. Das wird auch so sein, so ein Stand wie die Politik im Moment das sieht, wird es so sein, ja. Aber schauen wir mal, vielleicht wird ja das Spiel auch noch so ein bisschen rausgezögert oder keine Ahnung, was da noch alles wird gehen. Das scheint vieles unmöglich und dann kommt es dann doch so. Absolut, das haben wir in den letzten Spielen auch schon gesehen, wobei die Bilanz von der Sieg bei Volley Luzern aus der Nationalliga A leider nicht so gut ist. Sie haben dann, weil Traktor Basel gestern noch gewonnen hat, sind sie leider noch auf den letzten Platz abgestiegen. Jetzt fragt man sich, ob es leider ist. Das heisst, jetzt haben sie die Fahrt auf Genf nicht, wo auch relativ weit ist. Ja, dafür geht es auf Amriswil. Ja, das ist ein bisschen näher. Da gibt es wieder die Auflage vom Match, den wir hier am Samstag hatten. Das war Best of 5. Nein, 3. Das ist verkürzt worden. Oder ist es 5? Das ist Best of 5. Best of 5. Du musst einfach 3 Spiele gewinnen. Ah, genau, in der letzten Saison wollten sie es Best of 3 machen. Ja, also Österreich wäre jetzt falsch informiert, aber es müsste Best Nein, of 5 sein. Nein, du hast recht. Sonst wäre die Meisterschaft dann ein bisschen schnell fertig. Genau. Ja, und ihr dürft natürlich auch heute wieder das Team unterstützen. Wir haben uns gedacht, da ja nicht dabei sein dürfen, dass ihr vielleicht einfach einen Eintrittspreis zahlt und das Team durch das unterstützt. Ja, dann sind wir gespannt, was die beiden Teams heute machen. Ja, eigentlich hat man fast in jedem Spiel das Gefühl gehabt, dass Luzern könnte gewinnen. Also, irgendeine Schweiz so hin sein. Wieso nicht heute? Thank you.
Gabi wünscht hier auf Twitch natürlich unserem Team viel Erfolg. Sie schreibt, heute wird gewonnen. Fertig. Hopp, blau-weiß. Schauen, dass alles korrekt ist auf dem Feld. Damit der Viertelfinal im Mobiliar Volley Cup kann starten. Anfangen wir mit Service bei Lindaren Volley Luzern. Lars Ulrich am Service. Punkt von Ramon Gavietzel. 1:0 für Juna. Jörg schon voll im Einsatz. Ja, überhaupt schon gute Anführung da von den Auswechselspielern und der Trainerbank, um das Spiel richtig zu lancieren. 2:1 jetzt. Startet gut mit einem 3:1. Dominik Fort am Service. Da wird verkürzt. Wieder der Ramon Gavietzel mit einem 2:3 für Jona. Jetzt auch am Service. Allerdings im Out. Pilot sein der Nick Amstutz am Service. An der Mitte der Ben Hensler heute. Der Ball ist ein bisschen zu lang vom Nick. Zum aktuellen Score 4:3 aus Sicht von der Luzerner. Guter Start. Wird mittig gespielt über den Ben Hensler. Erfolgreich. Mit einer 2-Punkte-Führung. Servicefehler von Lars Wilmsen. Ja, gibt wirklich Vollgas auf dem Feld. Ja, sie versuchen natürlich einen sehr guten Start zu verwünschen. Berührung vom Lars Ulrich. Warum jetzt ausgeglichenen Score von 5:5. Ojan Strugar, Topscorer vom TSV Juna am Service.
Falls sich der ein oder andere fragt, warum das Ska oben rot ist, da gehört natürlich zum Mobiliar Wolleke. Normal ist er ja blau. Wir sind aber nicht blau. Wir sind blau-weiß. Ich habe gedacht, dass der jetzt kommt. Einer fürs Phrasenschwein. Genau. Hier geht das Spiel zu. Können wir nicht killen. Auf den Nico Behler. Aber nicht über, aber jetzt der Nico Behler. Erfolgreich. 6 zu 6. Er hat sich ja aus einem erfolgreichen Beachvolleyball zurückgezogen. Vorher mit dem Marco Krattiger gespielt. Ich glaube, 6 Saison lang. Der Ball ist gestossen, geht also nicht auf die Linie. Besser Ende also für den TSV Jona. Jetzt in Führung 7 zu 6. Knapp sie aber im Out, neben der Linie. Wieder in Führung der TSV Jona und zwar beim ersten Technical Timeout mit 8 zu 7. Ja, wir haben wieder einen Start wie beim letzten Spiel. Gut ausgeglichen. Man merkt schon, dass beide den Sieg wollen. Man hat nämlich für den Sieg leider keine zweite Chance mehr. Ist auch ganz speziell. Es wird nicht Nationalliga übergreifend gespielt, der Volley Cup dieses Jahr. Ja, es wäre auch schwierig, oder? Es besteht das Trainingsverbot zum Teil sogar in gewissen Kantonen. Da wird es relativ schwierig, dass das fair geworden wäre. Aber schon schade, können da nicht so Teams wie sicher auch auf FBC Zürich Unterland, wo das NLB-Team sehr, sehr weit gekommen ist. Ja, solche Sachen sind natürlich spannend. Service war darum 8 zu 8. Und der Lars Ulrich darf wieder aufschlagen. Doppelblock heftig. Technischer Pfiff. Protest von der Juner. Zwei Punkte Führung für Blue Brothers. Luzern ist es sicher recht. Und
Reaktion von Bojan Strugar verkürzt auf 9 zu 10. Bojan Strugar, der Montenegriner im Team vom TSV Jona. Und das ist der Ausgleich. 10 beide aktuell. Pass von Philipp Haber. Jorge Garcia ist nicht ganz einig mit dieser Entscheidung. Ja, er sagt, Ball sei out. Er darf jetzt, weil das noch ein bisschen länger gegangen ist, die Diskussion, wird jetzt der Lars Ulrich zitiert. Bleibt also bei einer Ermahnung. Das Mal ist er out. Das haben wir jetzt auch sicher gut gesehen. 11 zu 11. Auf den Punkt geht an Jona. Mit ganz Glück die Annahme vom Team Köpfli, der Lars Ulrich versucht auch noch. Der Ball zu retten klingt ihm aber nicht. Darum jetzt eine 2 Punkte Führung für das Gastteam vom Obersee. Ball ist neben der Linie. Also gibt es Diskussionen, aber ist eigentlich relativ klar gewesen. Ja, man versucht es natürlich, wenn man nur einen Versuch hat. Das ist nicht wie in der Meisterschaft in der Nationalliga A, wo man theoretisch 2 Versuche gehabt hat das Jahr. Da bezahlt Luzerner gerade ein bisschen Lehrgeld. Eigentlich kommt der Ball ja schon über und sie hat dann alle Möglichkeiten. Trotzdem geht der Punkt an die Joner Mannschaft. Wieder nicht ganz wunschgemäß. Aber schön gemacht vom Team Köpfli. 13 zu 14, noch nichts passiert. Nur ein Punkt Rückstand, hat dort schön gesehen, dass dort niemand dumm ist. Und das mal der Block, Ben Hensler. Mit dem 14 zu 14. Also hat es gut gepasst. Da der Lars Wilmsen findet den Weg übers Netz. Respektive immer ein bisschen mit der Netzkante. Aber auch hier wieder gut gelaufen, der Spielzug für die Blue Brothers. 15 zu 14. Jetzt in Führung. Das Mal geht er deutlich über die Netzkante, aber auch deutlich zu lang durch das.
15-15. Wer wird in Führung liegen zum zweiten TTO? Das ist Luzern. Darren Wolle Luzern liegt also in Front beim zweiten Technical Timeout mit 1 Punkt, 16-15. Sieht sehr gut aus in dem ersten Satz. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wer die gewinnenden 2 Differenzpunkte macht in dem Satz. Das ist so, ja. Also du musst einfach die musst Volleyballer Weisheit Nummer 1 ist, du musst einfach den letzten Punkt immer machen. Den letzten, weil dann logisch wird alles gewonnen. Hättest du schon noch einen kleinen Weg zu diesen 25. Solid weiterarbeiten. Vielleicht noch die eine oder andere Qualität auspacken. Also beim Block vorher hat das schon gut ausgesehen. Aber im Service der Lars Simpson besser. Servicefehler vom Team Köpfli. Auf der anderen Seite macht sich der Nico Bieler parat zum Aufschlag. Und wieder guter Block von den Luzerner. Wieder Ben Hensler dran. Doppelblock 17-16. Eben das machen sie jetzt sehr gut. Und auch hier. Es können auch andere, der Dominik Forge mit dem nächsten Punkt. 18-16. Ball ist gerettet, es geht weiter. Und am Schluss ein Block, dass man nicht abstürzt dran. Ein Doppelblock mit dem Dominik Forst. Zweimal den Ball gerettet, Schiedsrichter gesagt, ist gut, nicht am Boden gewesen. Ja genau, es war nicht am Boden gewesen, dann der Angriff von Juno über den Linus Bircher. Nicht so funktioniert und dann allerdings gibt es ein bisschen technische Diskussion. Die wird jetzt aber sogar durch den eigenen Trainer unterbunden. Der Dalibor Polak nimmt sein Timeout, sein erste. Jetzt 3 Punkte Führung. Das ist die grösste Führung, die wir bisher hatten in dem Spiel. Und die ist für die Blue Brothers aktuell. Sieht sehr gut aus, weitermachen so. Unbedingt. Ja, nein, der Final Countdown ist es noch nicht, aber man muss auf jeden Fall dranbleiben, damit man die 3 Punkte Differenz kann behalten. Ja, es ist jetzt eher Money, Money, Money. Wenn man hier die schwedische Popband angestreitet. Es ist Money Time. Aber im Moment sieht es gut aus, das ist so für die Luzerner. Spannend auf den Service. Block da vom Nick am Schutz nicht ganz klappt. Und es gibt zum ersten Mal einen Wechsel. Und zwar kommt der Luca Behler ins Spiel. Wird Linus Birchler ersetzen.
Luca Bieler darf jetzt auch gerade aufschlagen. Was für einen Service haben wir da? Jetzt Luzern sich schadlos gehalten. Sehr guter Angriff für den Luzerner aus einem Guss mit dem Team Köpfli, wo der 20. Punkt macht. Der Rückwechsel folgerichtig wieder bei Jona. Bojan Strugar hat da etwas dagegen. Lindaren wolle Luzern den Vollzieher zu lassen. 18 zu 20 aus Sicht von Jona. Auch Jona kann blocken. 19 zu 20, der Vorsprung wird kleiner. Durch ein Timeout gerade von Jorge Garcia. Team noch ein Luft geben. Ja, und die ersten Spenden von heute sind reingekommen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben uns überlegt, dass ja niemand darf bei uns in der Halle sein darf, könnt ihr das ja im Prinzip so machen, wie wenn ihr Eintritt zahlen würdet. Hier bei uns. Es darf natürlich auch mehr als 10 oder 15 Franken sein. Zum Wohl. So eine kurze Pause gibt uns natürlich auch immer schnell Zeit, um die Stimme ein bisschen ölen. Mit einem Schluck Wasser. Wasser aus der Innerschweiz, genau. Ja, wir sagen jetzt nicht von wem, das wäre genau, eine Schleichwerbung. Genau, das klingt nicht. Es gibt aber eigentlich nur einen. Jetzt hat er zum Beispiel von Jörg Gautschi auf den Dominik Ford. Erfolgreich. Der Tschech bei den Blue Brothers 21-19. Timeout hat also seine Wirkung gehabt. Ja, man hat jetzt gesehen, der Jorge Garcia macht das sehr gut mit den Timeouts. Das war der Thomas Brändli gewesen. Durch die Mitte. Kürzt wieder auf einen Punkt Differenz. Der Ball vom Ravon Gavietzel siegt draussen. Zeigt der Linienrichter an. Ah, da gibt es wieder Diskussionen. Bojan Strugar schlägt den Luzerner Block an. Bleibt also wieder bei einem Zähler Unterschied. Irgendwann müsste es 2 sein, wenn die Luzerner den Satz 2 gewinnen. Aber sie machen das eigentlich noch gut, wenn jetzt gerade wieder gute Annahme kommt. Angriff über Lars Wilmsen. Aber der Ball hat die Antenne berührt. Ja, Gauschi sagt auch berührt. Aber er hat vor allem auch die Antenne vorher berührt. Das ist so durch den 22 zu 22. Der Linienrichter heute ein paar Mal schon bombardiert worden mit Bällen. Er hat schon ein paar Mal müssen weichen. Jawohl, das funktioniert gut. Lars Wilmsen mit der Wut im Bauch. 23 zu 22. Können hier
der Bojan Strugar nicht daran hindern, wieder auszugleichen. Wer holt sich hier den ersten Satzball? Ball von Lars Vincent ist zu lang, das heisst, es ist Jona, der jetzt die Möglichkeit hat, den Satz in trockene Tücher zu bringen, aber er hat ja noch ein zweites Timeout durch Jorge Garcia und das nimmt er jetzt auch. Jona, Bojan Strugar. Und jetzt der Linus Birchle mit dem Block, wo der Satz entscheidet. Ein bitte für die Blue Brothers, die da wirklich gut unterwegs waren. 23 zu 25 aus Sicht vom Heimteam. Ist der Satz also das Team aus dem Kanton St. Gallen. Ja, schade, da hätte Luzern gern den ersten Satz gewonnen. Es hat auch manchmal noch relativ gut danach ausgesehen. Ja, sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben sich dort ja zwischenzeitlich eben eine 3-Punkte-Führung bei 19 zu 16 rausgeholt. Hat aber nicht länger. Also, alles in allem heute eigentlich einen guten Auftritt. Es ist schlecht belohnt. Man merkt einen Prozess, der hier stattfindet. Aber im Moment stimmt es halt einfach noch knapp nicht mit dem Resultat. Aber eben, nächster Satz. Möglichkeit, den Livestream zu unterstützen. Ich sende ja aktuell eingeblendet. Auch sonst können ihr Volley Luzern unterstützen, wenn ihr bei der Migros-Aktion so einen Vereinsbon hättet. Könntet ihr den dort auch einlösen, nämlich nach Volley Luzern Nachwuchs- und Breitensport suchen. Auch dort das Geld gut angelegt, nämlich für eine Beachvolleyball-Anlage für den Nachwuchs- und Breitensport. Würden wir uns auch sehr darüber freuen. Sonst eben den Livestream unterstützen. Und die zweite Möglichkeit, die es noch gibt. 222 Gönner werden und unsere Blue Brothers unterstützen. Meine 8 Bons sind an Volley Luzern gegangen, selbstverständlich. Und es werden sicher nicht die letzten Bons gewesen sein. Ich muss ja noch ein paar Mal posten.
Genau, die Aktion geht noch bis am 12. April. Und die Mannschaften sind jetzt schon wieder parat. Sie sind unverändert. Aufschlag Philipp Haber. Philipp Haber setzt Linus Bichler ein. So, der erste Punkt. Jona in dem zweiten Satz. Der andere Tschech auf dem Feld, nämlich der auf Seite von der Blue Brothers, der McForge, macht den Ausgleich 1-1. Köpfli. Sehr schöner Angriff. Wieder Team Köpfli. Wieder 3-1. Das ist im ersten Satz. Service von Dominik Forst ins Land. Im Out von Lars Wilmsen. Über den Punkt von Jona 3-3. Hat man hier eine sommerliche Musik gehört. Das ist alle 4-3 jetzt aus Sicht vom Luzerner Heimteam. Ja, mit Sommer ist es nicht weit her die Woche. Minus 16 Grad sind angekündigt für am Mittwochmorgen. Das war ein Pass von Nick Amstutz. 5-3. Jetzt. Aber ich kann euch übrigens beruhigen, die minus 16 Grad sind auch nämlich ein Fehler gewesen, weil es hat heute überall geheißen und jetzt sind es noch minus 2 Grad, also wird es doch nicht so schlimm. Aber wäre es doch schön, wenn wir alle in der Halle ein schönes Volleyballspiel könnten schauen. Jetzt halt vom Sofa aus. Das habe ich übrigens auch auf dem Facebook-Post gelesen. Bei uns auf Facebook. Logisch, ein Facebook-Post ist ja von Facebook. Lars Wilmsen.
läuft jetzt sehr gut für Blue Brothers, nämlich wieder eine 3-Punkte-Führung. Das heisst, der Marsch ist höher als im ersten Satz, schon früh. Aber Nico Bieler hat da etwas dagegen und verkürzt. 5-7. Ja, jetzt wäre es nur noch minus 10 Grad. Das, das hoffen wir alle nicht. Tim Köpfli wieder sorgt für einen 3-Punkte-Vorsprung beim ersten Technical Timeout. Also jetzt das heisst nicht nur eine 1-Punkte-Führung, sondern eine 3-Punkte-Führung im Vergleich zum ersten Satz. Ich glaube, für Luzern ist das nicht so schlecht, wenn sie sich ein kleines grösseres Polster könnten rausholen, was sie dann vielleicht später im Satz könnten davon zehren. Aber im besten Fall hast du natürlich die Konstanz, zum von Anfang an bis zum Schluss durchziehen. Und an dieser Stelle wieder mal herzlichen Dank an all unsere Unterstützerinnen und Unterstützer von Volley Luzern, die hier fleissig spenden. Ich sammle im Auftrag von Luzern die Spenden ein und werde sie dann am Ende der Saison entsprechend 1-1 auszahlen. Sponsoring für die Gebühren liegt dann bei mir. Thomas Brändli ist das sie. In der Mitte, wo verkürzt hier nach dem Technical Timeout. Service von Nico Biller zu lang. Für Ben Hensler gibt es natürlich auch einen neuen Ball. Der Akris versucht über den Brändli zum dritten Mal. Findet hier einen Block und der geht dann ins Out. 9-7 jetzt. Aussicht natürlich von Luzern, immer noch eine Führung. Kann nicht mehr vollständig erreicht werden, nicht mehr gerettet werden. 1-Punkt-Führung jetzt noch. 9-8. Nicht optimal der Aufbau. Wir haben sogar seinen Ball angenommen. Und der Team Köpfli. Schön zur Linie. Hier lang. Schafft hier wieder ein bisschen die blau-weiße Farbe Luft. Vom Lars Ulrich nicht ganz wie gewünscht.
Lars Wilmsen mit dem Blockout zum 11:9. Ball wäre noch spielbar gewesen. Linus Birchler aber erfolgreich. Ramon Gavietzel. Das mal funktioniert. Lars Ulrich seine Rettungstat auf der anderen Feldseite. Wieder der Lars Ulrich. Und der Teamköpfli. Kommt da nicht am Block vorbei. Darum 11:11. Ball ist drin, ein Ass vom Ramon Gavietzel. Jetzt ein Punkt im Hintertreffen. Luzerner. Da war jetzt aber zu lang gewesen. Um 12:12. Wichtig jetzt wieder in die Spur reinfinden. Wilmsen blockt hier, der Angriffsversuch von Nico Behler. Das erste Mal jetzt funktioniert der Bojan Strugar. Das Blocken beim zweiten Mal allerdings nicht. 13 beide. Zur Satzhälfte also ausgerechnet Score. Service Fehler vom Linus Birchler. Ebenfalls der Witzfehler auf Seite von der Luzerner, Lars Wilmsen. Bringt den Ball nicht über. Der Ball berührt am Netz. Seite ausserhalb von der Antenne. Der nächste Punkt aufs Konto von den Jungs vom Obersee. Ben Hensler über die Mitte, 15 beide. Tim Köpfli, im direkten Punkt, der Ball ein Sieg am Boden gewesen. Kamerablaser
regt sich hier auf. 16 zu 15, also die Führung für Lindanen Volley-Luzern bei dem zweiten TTO im zweiten Satz. Ja, es war gerade ein bisschen ruhig um mich. Ich habe mich da konzentriert auf die Kameraführung. Vielleicht mal kurzes Feedback von denen, die alle den Stream schauen, auf Twitch und auf YouTube. Hat euch das gefallen oder soll ich wieder aufhören damit? Liken und kommentieren. Das sagt man doch immer so, wenn man so ein Video macht. Viel liken, viel kommentieren. Ja, liken, also Thumbs up natürlich. Daumen hoch bei YouTube. Ich höre soweit kein Protest bzw. lesen. Den Score korrigieren. Bojar Drugar anzurauschen. 16 zu 16. Hat mich hier gerade beim Mango essen gewünscht. Nach hinten gespielt und der Team Köpfli mit dem 17 zu 16. Aber heftige Proteste von der Joner Seite und es wird eine gelbe Karte geben, nämlich Ramon Gavietzel. So, wenn ich das richtig sehe. Genau. Hat doch etwas heftiger reklamiert. Ich glaube, ich Karte für die, die es nicht wissen, was wahrscheinlich die wenigsten von euch sind, hat ultimativ keine Konsequenz, also jetzt gerade keine Konsequenz. Spielerwechsel bei Lindarin Volley Luzern. Es gibt einen Wechsel bei der Mitteposition. Der Alexander Bergerin ist drin für den Nick Amstutz. Ramon Gavietzel mit dem 17 zu 17. Er findet nicht den Weg ins Feld. Jetzt also eine 1-Punkte-Führung für Joner. Ball würde im Feld landen. Lars Wilmsen. Vielleicht wieder aus 18 zu 18. Linus Birchler kommt mit dem Angriff nicht durch beim Luzerner Block.
Darum jetzt eine 1-Punkte-Führung wieder auf der Seite von der Luzerner Heimmannschaft. Immer noch der Lars Ulrich am Service. Bojan Struga, sein Ball ist noch drin. Gut passt der Ball. 19-19. Also auch sehr gut funktioniert über den Dominik Forst. Jorge Garcia hat da Videobeweis gefordert. Ja, ganz so hoch spielen wir noch nicht. Champions League ist noch in ein bisschen weit entfernt, ja genau. Touch oder no touch, no touch. Das haben wir auch von da so gesehen. 2 Punkte Führung also und der Dalibor Polak nimmt sein erste Timeout. Also einen grossen Protest hat es jetzt nicht gegeben. Allerdings muss ich dem Stefan Bienz recht geben, dass die Kamera und das Video nicht ganz nachgekommen ist bei meinen schnellen Bewegungen. Darum habe ich jetzt wieder ein bisschen zurückgefahren und ihr dürft natürlich weiterhin spenden. Darauf freut uns natürlich sehr, wenn ihr auch unser Team unterstützt. Da ist zu lang der Service. Und er probiert den Abstand direkt zu erhöhen. Das ist jetzt nur noch 1-Punkt-Führung, 21-20. Aber die Möglichkeit schon wieder. Team Köpfli findet den Block. Sehr gut gemacht. Noch übergekommen. Und das sollte eben eigentlich nicht passieren. Das haben wir schon im ersten Satz gesehen, wo alle Trümpfe auf der Seite der Luzerner sind und trotzdem macht nachher Jona den Punkt. Es gibt einen Wechsel bei Jona und zwar geht raus der Linus Birchler und rein geht der Timon Meder. Timon Meder am Service jetzt auch gerade. Zuspieler mit Jahrgang 2000. Und der Wechsel hat sich nicht gelohnt. Servicefehler. Oder am Ende dieser Retourwechsel. Und auch bei Luzern gibt es einen Spielerwechsel. Und zwar geht raus der Lars Wilmsen und rein von der Stigdös Trachsat. Aktueller Score für Luzern. Ganz wichtig jetzt. Gute Annahme. Bojan Strugar mit dem Aufschlag gut angenommen. Team Kaffee mit dem Angriff. Nächster Versuch.
Und jetzt der Block. Erfolgreich. Alle haben die Ruhe behalten. Sehr gut. Und das heisst jetzt Satzball in dem zweiten Satz für Linda in Wolle Luzern. Und natürlich das zweite Timeout vom Dalibor Polak noch vorher. Es hat übrigens noch jemand angefragt, ob man nicht auch per Twint spenden kann. Selbstverständlich kann man das. Einfach ein bisschen weiter abscrollen auf dem Handy und dann kann man Twint auswählen statt der Kreditkarte. Geht also beides. So, die Mannschaften sind wieder zurück. Jetzt muss das doch in trockene Tücher. Das kommt in trockene Tücher, weil Wolle Luzern ist auf der rechten Seite. Du weißt es. Ja, genau. Das ist auch letztes Mal die bessere Seite gewesen. Nicht optimal, das Ball bei Jona. Und jetzt der Block wieder mit einem Block. Zwei gute Aktionen hier am Schluss. Sicher der Satz für Lindarin Wolle Luzern mit 25 zu 22. Das heisst, auch heute sehen wir mehr als 3 Sätze. Es gibt übrigens heute keine 10-Minuten-Pause, also nur eine 3-Minuten-Pause. Heisst, ich möchte noch ein bisschen beeilen, zum Chips wieder auffüllen, aufs WC gehen und was ich sonst noch alles mache. Hat er danken übrigens den zahlreichen Spenderinnen und Spender, die hier schon ein Beträge geschickt haben. Und all denen, die mir einen Gruß ausgerichtet haben, auch einen Gruß zurück. Ich denke hier vor allem an die von Hildisrieden. Die Mannschaften sind wieder auf dem Feld und
zwar bei Jona sieht das immer noch gleich aus, aber der Alexander Berggren ist auf dem Feld bei Hindarin Volley Luzern. Vorher ist allerdings ist er noch draußen kurz. Libero natürlich drin ist an seiner Stelle am Service. Der Lars Ulrich. Nicht der Luca Ulrich. Mir passiert jetzt das nicht mehr, aber anderen Leuten passiert die Verwechslung wahrscheinlich auch. Erster Punkt geht als Gastteam in diesem dritten Durchgang. Philipp Haber. Touch an dem Ball. Darauf ist es 2 zu 0. Zum Beginn für Jona Türli. Guter Start wirklich für Jona. 3 zu 0 finde ich jetzt noch der Lars Winsen und der Ball geht dann von seinem Block ins Out. Allerdings ein Servicefehler, 1 zu 3. Erster Punkt auf Seite vom Team Blau-Weiss. Blau-Weiss, der Jörg Gautsch jetzt auch gehört und führt dort natürlich wie immer seine Mannen an. Aktuell allerdings noch nicht viel Aktionen, gelungene Aktionen auf Seite vom Heimteam in dem Satz. Nächste Gelegenheit. Und das Zuspiel von Lars Winsen, wo da mal der Zuspieler mimt auf den Köpfli erfolgreich. Team Topscorer. Zweiter Punkt für Lindarin Volley Luzern. Ja, das war der Brändli mit dem fünften Punkt. Wieder ein 3-Punkte-Vorsprung. Wieder der Team Köpfli. 3 zu 5. Ramon gab jetzt mit dem Netz. Den sechsten Punkt. Alexander Berggren kommt in der Mitte nicht durch am Jona-Block. 3 zu 7, das heißt jetzt ein 4-Punkte-Rückstand. Doch noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja.
Jetzt ist wieder so eine schwierige Phase da für die Blue Brothers. 8 zu 3 liegt Jona in Führung beim ersten Technical Timeout. Ja, und die zweite Möglichkeit, die Mannschaft zu unterstützen, gibt es mit unserem 222 Gönner. Alle Informationen dazu bei uns auf der Webseite oleluzern.ch. Das ist ein ganz spezieller Gönnerclub, der das Jahr ins Leben gerufen worden ist. Weiter in dieser Partie. Mein Name ist Evist, Bojan Strugar. Allerdings mit einem Servicefehler. Sogar ein 6, der Ball war nämlich drin. Die Reaktion von Lars Wilmsen, 5. Punkt, 5 zu 10. Und hier in der Halle haben wir eine riesige Stimmung. Das hört man eben gar nicht so. Wir haben unsere Kopfhörer an, aber da ist wirklich eine grossartige Stimmung. Natürlich nicht so, wie wenn ihr hier wärt. Und es geht weiter mit der Aufholjagd. 6 zu 10 jetzt. Ich weiß gerade nicht, woher das kommt. Da fragt einen im Livestream auf YouTube, ob er der Einzige sei, der einen Kommentar von Jonari Hepburn und Schönewert höre. Also, ich weiß zwar nicht. Nächster Punkt. Ich weiß zwar nicht genau, woher. Dass der Kommentar kommt. Also, wir haben niemanden zugeschaltet aus Schönewert. Also, bei unserem Channel hört man den Kommentar von Wolle Schönewert. Offenbar, ja, dann fragt einen auf YouTube. Weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht mal alle Browserfenster und die mehreren Browser, die man vielleicht offen hat, mal abchecken, ob dort nicht im Hintergrund noch irgendetwas abgespielt wird. Soweit ich weiß, wird der Jonari Hepburn sicher kein Spiel kommentieren, zumindest noch nicht. Er wird sicher noch ein bisschen spielen. Vielleicht meint er auch unseren Speaker in der Halle, der vielleicht ein bisschen tönt. Okay, ausloggen, wieder einloggen. Ja. Den Fehler zu rekonstruieren, das wäre mal noch sehr spannend. Ja, das ist doch in der IT-Seite immer «Have you tried turning it off and on again?» gut, schaut wieder in die Schatten, mein Gott, das ist schon. Genau.
Das ist übrigens wirklich tatsächlich auch in meinem Job die häufigste Problemlösung, ausschalten, wieder einschalten. Ich glaube, alle, die ein bisschen mit Windows arbeiten, die kennen das. Und beim Mac ist es manchmal auch so. Smartphone ein- ausschalten, funktioniert plötzlich alles wieder. Passt. Also bei meinem Mac, da habe ich jetzt, glaube ich, seit etwa 5 Monaten nicht mehr oder was geschaut. Doch, außer beim Update. Aber es ist. Das muss man nur bei Windows Computer. So gut, man konzentriert sich auf den Spiel. Genau. Weil es ist doch ein bisschen gegangen, nämlich eine 3-Punkte-Führung nur noch für Jona. Die Blue Brothers haben doch wieder mehr Selbstvertrauen, wenn man so in die Gesichter blickt. Von hinten der Team Köpfli hat es probiert. Und jetzt der Ben Hensler! Der Ben Hensler! Mit dem 9. Punkt. Rückt hier ab. Und schön gewartet von Lars Wilmsen am Block. Sehr gut. Und aus 5 Punkten Vorsprung ist nur noch eine übrig. Und es gibt natürlich eine Reaktion auf das von Dalibor Polak. Der Ramon Kavietzel ist draußen und der Luca Behler ist reingekommen. Ja, leider wieder ein Servicefehler. Spielstand 10-12 aus Sicht von Wolle Luzern. Da hätten wir ein Ass. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen. Ein bisschen mehr Marsche für Jona. Und sie wird noch mal grösser. Das ist jetzt wieder ein bisschen schade. Schön hergekommen. Jetzt ist er aber schon wieder 4 Punkte. Es gibt einen Wechsel und zwar auf der Diagonalposition kommt der Anis Perisic für den Lars Wilmsen. Ben Hensler. 11-14. Ja, man könnte fast meinen, wir haben wirklich ein Publikum in der Halle und nicht nur ein bisschen. Man sieht es, DJ, Speaker. Alle Auswechselspieler absolut am Fähnen hier in der Halle. Ja, es wird im Moment nicht so laufen. Wieder eine 5-Punkte-Führung jetzt für TSV Jona. Hat doch das wieder so gut ausgesehen. Jetzt sind es doch wieder 5 Zähler. Wir befinden uns natürlich jetzt im zweiten Technical Timeout. Ja, ist wichtig jetzt, dass man den Vorsprung wieder einholt.
hoffen natürlich, dass die nächsten zwei Sätze an Luzern gehen. Heute geht es ja nicht nur, heute geht es nicht um 3 Punkte, so muss man sagen, sondern heute geht es ums Weiterkommen im Mobiliar Wolligen. Keine Berührung. Team Köpfli ist der anderer Meinung. Bojan Strugar kommt zum nächsten Punkt für den TSV Jona. Der Abstand wird immer wieder deutlicher. Wichtig jetzt, sich wieder zu fangen. Gabieler hier mit dem Service empfehlen. Der Ben Hensler am Service. Köpfli, 13-18. Sie glauben wieder dran. Ganz unzufrieden, die Luzerner Bank und Mannschaft, keine Berührung. Es darf nur der Captain mit dem Schiedsrichter reden. Es bleibt bei dem Call auf jeden Fall 19-13 für den TSV Jona. Köpfli. Macht was ein Topscorer machen muss, nämlich die Punkte. 14-19. Und das wird auch stark zelebriert auf sich der Verlierer von Luzern. Dominik Forst ist jetzt langsam auf dem Eis, außen durch den Punkt für den TSV Jona 20-15. Köpfli macht wieder den Punkt, wie schon zuvor. Da könnte wirklich noch etwas drinnen liegen. Zu wünschen wäre es Aussicht von Blau-Weiss.
Ball segelt aber neben die Linie. Passer Finte von Lars Ulrich findet aber den Boden nicht. Der Ball findet allerdings den Boden von Dominik Forst. Service, die wird sicher helfen. Dann kann der Bergrill. Drum aktuell Score 22-17 für den TSV Jona. Bieler mit dem 23. Punkt. Und Timon Meder wird wieder eingewechselt. Service für den Linus Birchler. Letztes Mal hat sich das nicht ausgezahlt. Es ist ein Servicefehler gekommen. Der Jorge Garcia nimmt jetzt hier ein Timeout. Timon Meder am Service. Der Ball ist berührt, darum heisst es Satzball. Und Luca Biller macht den Deckel drauf zum 25-17. Hui, doch 8 Punkte. Was man sicher konstatieren kann, sind das, ist, dass Blue Brothers immer wieder hergekommen sind zwischendrin. Aber dann doch den Gegner müssen davor ziehen lassen. Das heisst, auch in diesem Spiel kann man sagen, wenn Blue Brothers wei den Sieg einfahren, geht es über 5 Sätze. Sicher ein Vorteil ist, dass sie jetzt auf der besseren Seite spielt. So in dem Fall ist das auch schon im Spiel gegen Hamriswil. Das war die bessere Seite gewesen, rechts. Also von uns aus gesehen. Und wir haben noch ganz vergessen, unsere Matchball-Sponsoren zu erwähnen. Genau. Der Businesspark Zug und die Schmidt-Gruppe. Herzlichen Dank.
Ja, vielleicht habt ihr es schon gehört. Lindarin Volley Luzern spielt unverändert zum vorhergehenden Satz. Und beim TSV Iona ist der Luca Biller jetzt von Anfang an dabei. Am Aufschlag ist der Philipp Haber. Jetzt gibt es also Ernst. Guter Start für Wütsche, Alexander Berggren, 1-0. Alexander Berggren, 2-0. Erster Punkt auf Seite vom TSV Iona. Thomas Berendli ist dafür besorgt. Und 2-2. Luca Biele. Bessere Annahme von Tim Köpfli und es kommt zum Angriff. Der Lars Wilmsen macht den Punkt. 3-2. Penalty verwandelt. Lars Wilmsen. Einer hätte natürlich auch bei unserer Seite mal dürfen sein. Aber das nicht. Dominik Post hat wieder einen kurzen Service probiert. Leider zu kurz. Das funktioniert wie am Schnürli, Alex Berggren. Schon zum dritten Mal. Dort Nummer 12, Linus Birchler. Ball gerettet. Spezialität von unserem Libero. Nochmal die Möglichkeit. Der Bojan Strugar.
macht das 5 zu 5 klar. Apropos Trugau, bei uns auf YouTube wird er gerade schon gehandelt als Most Valuable Player. Das läuft ihm in dieser Partie sicher wirklich gut. Tim Köpfli wird hier geblockt, er spielt seinen Angriffsball. Linus Birtler macht hier zu. Mittlerweile 2 Punkte Führung für die Gäste. Jetzt allerdings nur noch ein Zähler voraus. Ball von Jörg Gauci auf der Key. 8 zu 6 also beim Technical Timeout im ersten, in dem vierten Satz. Und sein braucht da einen Win von dem Satz, um noch ins Tiebreak zu kommen. Und um nichts anderes als um den Einzug ins Halbfinale vom Mobiliar Volley Cup. Wir danken unseren Sponsoren, dem Namenssponsor Lindarenmed, der Concordia, One Training Center, VBL Reise als Grundsponsoren, Silbersponsoren Anlika, CKW, Kreabeton und der Mall of Switzerland, Co-Sponsoren Haslimann Aufzüge, die Mobilia Generalagentur Luzern, Libraflor und Schmidt Gruppe. Bieler. Nächster Punkt. Jetzt gebe ich weiter für Wechselungen fast zwischen den beiden Bielers. Aber es scheint jetzt noch zu checken. Ball im Out. Jetzt ein Protest auf der anderen Seite. Da gibt es jetzt gerade ein bisschen Diskussionen. Die Emotionen in der Partie. Es geht immerhin um den Halbfinaleinzug. Der Schiedsrichter hat schon ein paar Mal gesagt, das war meine Entscheidung. Er ist halt energisch, da wird halt um jeden Punkt ist da wichtig, wird da gefälscht. Und dann gibt es das halt manchmal, dass man vielleicht auch eine Reaktion vom Gegenüber falsch interpretiert. Und dann hat man das etwas zu hoch. Nichtsdestotrotz, es ist weitergegangen und es hat keine Verwarnung gegeben. Yeah.
Für Jona läuft es im Moment gut. 3 Punkte aktuell die Führung. Und auch hier scheitert Blau-Weiß mit Dominik Forst am Block. Allzu fest einreissen darf das nicht. Sie müssen den Satz gewinnen, wenn sie dann noch weiter bei im Cup dabei sind. Und Blue Brothers haben eigentlich ja auch vorher schon gezeigt, dass man da dabei ist in dieser Partie. Aber jetzt ist ihnen das doch ein bisschen aus den Händen gelitten. Es gibt einen Spielerwechsel. Raus geht Dominik Forst und innen kommt der Stieg Dös Tragstad. Aber doch eine 5 Punkte Hypothek. Okay, an die beiden ersten Sätze, die engen Sätze, der erste hätte genauso gut können an Luzern gehen. Wenig hat es mehr gebraucht von Luzerner Seite. Das Spiel hat schon ganz anders aus. Aber vorher hat sich das ein bisschen gezeigt, dass Jona langsam an Oberwasser gewöhnt. Dann haben sie mit einem Servicefehler. Und Luca Bieler bringt hier den Block zwischen Netz und Luzerner Block runter. Und hier gibt es wieder ein bisschen Diskussionen am Netz. Da sind die Emotionen rum. Timeout von Luzern. Jorge Garcia hat doch nicht genug. Das Timeout. Beim Stand von 8 zu 14. Dann führen wir die letzten noch aus. Der Medical Partner Medbase, der Ausrüster Erima und Max Meyer Volleyball, Supporter Eschbach Chocolatier, Stadt Luzern und Kanton Luzern. Und das Präsent für den Best Player heute kommt ebenfalls vom Eschbach Chocolatier. Gesehen. Das ist schon gegessen. Gibt es noch nur noch ein leeres Säckchen? Sie haben definitiv feine Sachen. Service-Winner. Ja, jetzt ist es doch eine kleine Hypothek. Jetzt die Köpfe wieder aufzurecken und wieder machen, Punkt für Punkt zu gehen. Nächste Möglichkeit für den Stieg Dös, der ein Blockout macht. Und das ist genau das, was man jetzt braucht. Nicht spielen für die Galerie, sondern solide Punkte. Ja, da war jetzt auch relativ bitter. Sagen wir, ich glaube, nichts dazu. 16 zu 9 führt der TSV Jona Volleyball hier beim zweiten Technical Timeout. Das ist jetzt ein bisschen laut, Rosch. Aber haben wir ja auch Fans aus dem Wallis. Ja,
Satellite Service Luca Bieler. Ja, da war der Block wirklich nicht dran gewesen. An dem Angriff. Das hat jetzt besser funktioniert mit Alex Bergerin. Jetzt haben zweistellig 10 zu 17. Nächster Punkt in der Mitte. Vom Brändli auf Seite für TSV Jona. Nächste Zelle aufs Luzerner Konto. 11-18. Selbstvertrauen. Immerhin 7 Punkte Rückstand. Ja, jetzt sind es auch wieder 8. Wird also enorm schwer. Ja, wo bleibt da der Drive von der letzten? Drei Sätze, die sie immer wieder gezeigt haben, mit so knappen Ergebnissen. Ball von Nico Bieler ist noch berührt worden. Punkt Jona. Jetzt kann man das, glaube ich, schon sagen, dass das auch nicht mehr wird gross ändern. Auch wenn der Bojan Strugar hier einen Servicefehler macht. Neun Punkte sind der Abstand. Aber genau solche Ball brauchst du jetzt. Lars Wilmsen mit dem Service. Und Dalibor Polak nimmt hier auch zur Sicherheit gerade ein Timeout. Sehr kurz war das Timeout. Okay. 9 Punkte, 13 zu 22 aus Sicht von Lindarin Uli Luzern. Auch jetzt scheitert
Der Team Köpfli. 10 Punkte Differenz jetzt. Ja, ich glaube, die Reise im Mobiliar Volley Cup geht auch bald zu Ende. Aber da kommt der Stieg durch. 14. Punkt. Unmöglich ist eigentlich nichts. Aber die Statistik von dem Spiel spricht nicht dafür, einen 9 Punkte in Rückstand können aufzahlen. Ja, Bieler kriegt den Ball nicht. ...15-23, Dalibor Polak mit Timeout Nummer 2. Ja, und jetzt ist mir der Spenden-Button nicht mehr rausgegangen. Tut mir leid, dass der jetzt auch so lange drinnen war. Der hat sich einfach nicht deaktivieren Köpfli. Gut, Gautschi hat den Ball, steigt das Spiel zu. Dann geht es aber schnell. Und wir haben Matchball. 24 zu 15, genau, für den TSV Jona. Der wird auch gerade genützt. 25 zu 15 gewinnt also in dem vierten Satz. Jona und damit spielt er 3 zu 1. Kommt damit in Halbfinale vom Mobiliar Volley Cup. Das Gastteam TSV Jona. Der Reis für die Luzerner Jungs ist in der Pokalsaison. Die Cup-Saison dieses Jahr leider vorbei. Dann kommen jetzt der Ball zu dem Best Player, Erik. Geschenke werden heute überreicht, respektive hergestellt durch Philipp Hartmann, Präsident vom Dachverein Volley Luzern. Und genauso wie die Community auf den Social Media auch hat gefunden, der Bojan Strugar, Montenegriner im Dienst vom TSV Jona, ist der Most Valuable Player von dieser Partie. Best Player bei Lindaren Volley Luzern ist der Lars Ulrich. Und
Ja, wir haben es gehört, das nächste Spiel findet statt am 21. Februar hier bei uns in der Bahnhofhalle. Da ist dann das zweite Spiel im Viertelfinal von der Nationalliga A. Nicht gegen Lausanne bzw. Genf, wo wir ursprünglich gedacht hätten, sondern gegen Lindaren Volley Amriswil. Das gibt sicher spannende Partien. Wir haben ja schon zweimal die Punkte heimgebracht. Und die Siegesserie von Lindaren Volley Amriswil unterbrochen. Das heisst, da gibt es sicher eine spannende Viertelfinalpartie. Und was meint der Marc zum letzten Satz? Sieht ein bisschen scheiter aus oder hat sicher ein bisschen mehr Platz gehabt? Ja, ihr wisst, ich bin ein hoher Schnorri, aber mir fehlen auch ein bisschen die Worte, gerade wie auch vielleicht die Spieler von Luzern. Es ist einmal mehr ein bisschen bitter, wie das gelaufen ist. Da gegen Schluss eigentlich sieht man einen Trend, wenn gut gespielt wird, dann sieht das auch solid aus, aber es fehlt an dieser Konstanz, die du halt einfach brauchst, um in solchen Spiel als Sieger vom Platz zu gehen. Heieiei, aber auch heute hat man wieder gute Phasen gesehen, aber es ist halt doch bitter, wenn du den letzten Satz so verlierst und aus dem Göpp ausscheiden tust. Ja, nächste Partie, gell? So ist es im Sport. Gut vorbereitet, die Serie in den Nazi A Playoff gegen Lindaren Volley Amriswil. Auch in dem Spiel, das vor ein paar Tagen war, also vor zwei Tagen war, hat es auch Phasen gegeben, wo man sehr gut dabei war. An das muss man einfach anknüpfen und immer besser werden. Dann machen wir doch das und wünschen euch einen schönen Abend. An alle die, die den Super Bowl gestern geschaut haben, ich habe keine Ahnung, was das Ergebnis war. Also es ist... Ja, aber auf jeden Fall eine gute Nacht, erholt euch gut. Ja, genau, also ich bin auch ein bisschen übernächtigt davon, wobei es ist eine langweilige Sache war, das ist so eindeutig gewesen. Genau, nicht der beste Super Bowl of all time. In dem Fall wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal im Livestream. Am 21. Februar. Genau. Bis dann und tschüss miteinander.